Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Beyond Good and Evil. Ja, wir haben jetzt eine neue Mission, aber ich komme zurück, um nach Double H zu sehen. Okay, ich wollte aber noch einkaufen gehen, bevor ich mich der nächsten Mission widme. Hallo? BFAAFE, einer für alle, alle für einen. Carlson und Peters, Seite 823. Da hat sich definitiv sehr schnell erholt. Die Musik ist hier so cool. TNA. Team nicht auflösen. Die sitzen da auch einfach nur so, ne? Komische Leute. Komische Leute. Guck mal, da kann man auch Rennen machen. Stimmt, der Zugang zum Schlachthaus war doch irgendwie in der Nähe. Was ist denn das für ein komisches Ding? Kann man irgendwas sehen, was man sehen sollte? Keine Ahnung. Pff. Irgendwie so ein komisches Gucklochfenster. Ja, die werden so langsam ein bisschen engagierter. Was ist das denn? Ach so, das sind solche Sachen. Hey, hey. Ich glaube, wir haben einen Weg hineingefunden, Miss Jade. Warte mal, dann will ich aber von der Seite aus, ne? Kann ich das? Nein, natürlich nicht. Dann hoffen wir mal, dass wir das hier so weit schieben können, dass wir da durchkommen, hä? Nicht bewegen, Miss Jade. In dieser Richtung geht's nicht weiter. Da werden es besser von anderen. Oh, jetzt geh mir doch aus dem Weg. Geh mir aus dem Weg. Komm, der Bezirk jetzt? Ist von der Alpha-Abteilung abgeriegelt. Vorsicht. Okay, wir treffen uns später wieder. Bin ich hier? Okay, das kommt irgendwie nicht gut. Ich gehe mal wieder zurück. Irgendwie sieht das nicht so lecker aus. Weil ja, ich dann ein bisschen runtergefallen wäre. Gut, ich hätte mich vielleicht ein bisschen hangeln können. Vielleicht etwas hangeln können. Und dann dann hätte ich vielleicht auch wieder gewusst, was ich sagen möchte, ne? Hey Jade, hast du Hunger? Konto, Identifizierung, okay. Wie viel nehme ich denn davon mal? Jetzt habe ich nur mal 10 Stück davon. Weil wie gesagt, wir haben mehr als genug Geld, ne? Vielleicht hat auch der eine wieder mal was Neues. Oh, was haben wir denn hier? Hier eine Perle, die wir uns kaufen können. Den will ich noch nicht mal so viel, weil die ja nicht mehr nicht so viel heilen. Die heilen halt ein Herz und das war's. So, was haben wir? Hier ist ein Schuppen. Ah, hier ist auch irgendwas in der Kiste. Ach, irgendein Code, den ich eingeben muss. Das ist auf jeden Fall eine Perle. Aber ich habe keine Ahnung, was der Code wie der Code lauten könnte, ne? Oder woher ich den bekomme. Und im Internet nachgucken möchte ich nicht, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass hier vieles zufallsgeneriert ist. Upsa. Gucken wir mal, ob es hier was Neues gibt. Oh, tatsächlich eine Perle.
Aber wir haben leider das Geld nicht. Wir haben nur noch 2000 noch was. Aber ist auch nicht so dramatisch. Guck grad mal. Ja, da ist wieder eine Perle. Ach so, da am Ende des Gangs, ja. Ich dachte gerade so, hä? In dem einen Ding, sie war doch drin, da waren keine, war doch gar keine Perle. Ja, doch war es, aber ist halt etwas weiter weg. War ich hier auch schon mal drin? Nee, ich war hier noch nicht drin. Sowas nennen die also einen geschützten Bezirk. Und lassen alles verkommen. Egal, dort ist ein Weg. Wir können uns durchschleichen. Okay. Feuer, Feuer auch. Feuer macht auch. Dort geht irgendetwas vor. Ich sehe mir das mal an. Bleiben Sie da. Was ist das hier? Jedenfalls etwas mit sehr vielen Schranken. So viel ist schon mal klar. Huch. Das war jetzt irgendwie so nicht geplant. Da kann ich ja nur runter, ne? Ach so, okay. Ist beide Richtungen so. Was ist das für ein Ort? Das ist eine Perle auf jeden Fall. Okay. Ich denke, ich muss hier hin. Und dann irgendwie, keine Ahnung, wohin. Hier hin, auf jeden Fall. Ducken. Hier, dann komme ich dorthin irgendwo. Erstmal ducken. Springen. Wow. So, jetzt hier hin. Ich weiß gar nicht mal, wo die Perle jetzt lokalisiert ist. Pff. Da könnte ich auch noch weiter. Aber wo will ich denn hin, ne? Also wenn ich mich hier unten fallen lasse, habe ich das Gefühl, ich komme nur wieder zu diesem, wo ich schon mal war. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal den Weg hier nach oben. Und hoffe jetzt einfach mal auf das Beste. Da komme ich nicht durch. Da kann ich mich nur wieder runterfallen lassen. Aber ich habe das Gefühl, ich muss nach oben laufen. Weil hier überall diese Nischen sind, wäre das durchaus denkbar. Hallo, lässt sich auch fallen? Gut. Warte mal, ich gehe mal gerade hier hin und guck mal. Okay, da ist wirklich nichts. Da hinten ist die Perle, okay. Warte, ich warte erst, bis die Kiste vorbei ist. Dann latsche ich los. Bei dem nächsten könnte ich mich runterfallen lassen. Also nicht bei dem hier, sondern bei dem danach. Ich glaube, ja genau, da ist ein Stück Geländer nicht vorhanden. Oi. Wie komme ich denn da hin? Ah, wird das ein Spaß. Nein. Jade, lass das. Ich muss das echt mal umändern. Definitiv. Definitiv muss ich das mal umändern. Auf F liegt ja bei mir nichts, oder? Ja, klappt super, ne? Muss ich ja mal sagen.
Oh, das wäre beinahe schief gegangen. So, und wie komme ich dann zurück? Wahrscheinlich gibt es irgendwie einen kurzen Dings, oder? Wetten. Warum sind da zwei Perlen durchgestrichen? Sind das die, die ich schon verkauft habe? Ach so, ja, tatsächlich. Uns fehlt da noch eine. Da sind noch zwei. Da drei. Dann haben wir diese ganzen, die wir gespendet haben. Bekommen haben. Helianische Spende. Okay, da kann ich nicht lang, aber hier. Wo komme ich hin? Ich tippe ja. Ich wollte gerade sagen, ich tippe ja zum Ausgang irgendwie, ne? Damit ich halt wieder zurückkomme. Etwas Seltsames vor sich mit komischen Behältern und einer Perle. Ja, und die Perle haben wir einfach da mitgenommen. Komischer Ort. Das juckt die nicht mal, dass ich da reingegangen bin. Okay. Warum auch nicht? So, dann würde ich sagen, gehen wir zu den Rennen. Ja, gehen wir zum Rennen und gucken mal, wo wir da genau zu den Schlachthäusern dann kommen, ne? So, die Rennen waren, glaube ich, geradeaus. Miss Jade, ein Fischer gab mir eine Perle, die er in einer Höhle fand. Ich biete sie zum Verkauf an. Interessiert? Kommen Sie vorbei. Interessiert schon, aber das nötige Kleingeld finden wir. Oh, das habe ich bald wieder drin. Wir sind bereit für das dritte Rennen. Die kommen Ihnen ja kaum noch nach, Miss Jay. Wieso bereit fürs dritte Rennen? Hey, Grünschnabel! Willkommen in der Meisterschaft! Die Regeln sind simpel. Eine Perle für den Gewinner. Und die ersten drei qualifizieren sich... Die Alten, die Schwachen und die Wehleidigen! Haben noch 3 Sekunden, um zu ihrem Strickzeug zurückzukehren. Ja. Muss das hier alles so sein? Achso, jetzt, okay. Okay, machen wir mal ein paar Rennen. Es ist verlockend, wenn man hört, dass es für den Gewinner eine Perle gibt. Carsten und Peter! Juhu! Schneller, Miss Jade! Ja. Ich mach ja schon, so schnell ich kann. Die zweite Runde für die kleine Anfängerin! Ist nur ein bisschen schwierig, wir sind in der Führung, in den Kurven reinzugehen. Ich hab den so ein bisschen ausgenockt, ne? Also hier dafür gesorgt, dass er hängen bleibt. Kurven sind schwierig. Aber gut, dass wir da unseren Turbo schon haben. Die letzte Runde für die kleine Anfängerin. Gut, dass wir unseren Turbo haben. Die Musik ist so cool. Wir schaffen es! Wir schaffen es! Ja, natürlich. Ich verhol die schon ein zweites Mal. Juhu! Unglaublich, die kleine Anfängerin! Dr. Benzin. Kann ich das überspringen? Ja, kann ich. Dr. Benzin. Schön. So, erstmal eine Perle natürlich. Deswegen habe ich das gemacht. Okay, ist leider nicht die dritte... die ich gehofft habe. Oh, und ich krieg Geld dafür. Dann können wir uns die andere Perle bei Ming Sung nämlich auch noch holen. Ausgang da, Rennen 2. Wie viele Rennen gibt es eigentlich? Also ein drittes Rennen gibt es ja auch noch, wie wir ja schon festgestellt haben. Die Schwachen und die Wehleidigen haben noch 3 Sekunden, um zu ihrem Strickzeug zurückzukehren.
Wum, 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 wum. Danach, ach, geht's. Voll grad meckern. Oh, ist doch schwer. Oh, Kurven sind scheiße. Mit dem Hovercraft, den wir haben. Ich glaube, wir kriegen auch keinen anderen Hovercraft, ne? Kamera. Kamera dachte sich auch. Oh, geil, Boden. Den gucke ich mir mal genauer an. Sehe nichts, wo ich hinfahre. Okay. Wir haben nur noch einen vor uns, ne? Und die Musik ist immer noch gut. Ja, der hat auch so einen Boost die ganze Zeit an. Aber wir haben ihn ausgenockt hier. Naja, nicht ausgenockt, aber... ausmanövriert, kann man das so sagen? Wir sind in der Führung, Misty! Ich sag absichtlich nichts, einfach nur damit ich mich hier konzentriere. Weil teilweise Kurven und schlechte Sicht, das ist schon doof. Und außerdem könnt ihr so die Musik besser genießen und mittanzen. So wie ich es mit dem Kopf gerade getan habe. Was für Loser! Was für Schwächlinge, Miss J! Juhu! Unglaublich, die kleine Anfängerin! Ja, ja! Nicht als Amateure, Miss J. Blutige Amateure. So und nicht anders. Definitiv. Okay. Die haben wir auch. Definitiv. Wir haben mehr als genug Geld, um uns die Dings noch zu holen. So, Rennen 1, Ausgang. Rennen 2. Also hier finden wir das Rennen 3 nicht. Das wird ein... So, wir haben aber auch noch das hier generell. Hier ist nur Rennen 1, 2. Rennen. Blut, Gewalt, Spaß für die ganze Familie. Okay. Hier ist nur Rennen 1 und 2. Muss ich mal kurz gucken. Fußgängerzone, Basis. Rennen, Rennen. Okay, hier sind nur Rennen 1 und 2. Das habe ich ja schon mal festgestellt. Wie komme ich jetzt zum Schlachthaus? Wo ist Rennen 3? Von dem war ja auch schon die Rede. Oh, also da komme ich nicht durch. Da kann ich rüberspringen vielleicht. Vielleicht ist das damit gemeint. Ich nehme mal an, dass dort, wo diese Schranken unten sind, also diese Laser, dass das gemeint ist mit dem unter der Brücke in der Nähe von den Rennen. Aber dafür brauche ich halt 15 Perlen, ne? Ich weiß nicht, wie viele Perlen ich habe. Weil ich gehe davon aus, dass ich da halt drüber springen kann. Oder nur so halt drüber komme. Wenn ich rüberspringe. Deswegen gucke ich mal. Ich hole mir auf jeden Fall die Perle bei Mizu. So viel ist schon mal klar. Das Geld habe ich nämlich. Ach Mist, ich muss erstmal
wieder Decoder-Dings da, Bumster, ne? Konto-Identifizierung. Okay. So. Wie viele Perlen habe ich dann? 16 Stück. Gut, dann kann ich zum Mamango gehen, oder wie die hießen. Mamango? Dann hole ich mir das nämlich alles. Dann ist die Folge heute mal so ein bisschen, ja, Kleinigkeiten erledigen, sag ich mal, ne? Was heißt hier erledigen? Haben halt ein Rennen gemacht, was vorher nicht geplant war. Deswegen kann man so schlecht von erledigen reden, ne? Iliana steht auf. Ja. Da kann ich nämlich, wenn wir diesen Sprungdings da haben, kann ich ihn mit dem Stütz setzen. Das ist so schön abschließend, sag ich mal. Ich bin ein Geisterfahrer. Hey, hey, hey. Geisterfahrer tue ich so gern. Hey. So, ich muss nur hier reinkommen. Ich habe immer Angst, dass ich irgendwie dagegen dotze oder sowas. Herr Babuka und Isam, die wir machen das, Mamago-Brüder. Hey Jade, wo hast du die ganze Zeit über gesteckt? Ich war beschäftigt. Da, 15 Perlen, das Sprungkit. Perfekt, ich hab's gescannt. Okay. Linke, rechte Maus dafür. Und 20 ist dann Flugstabilisator. Okay. Was haben wir hier? Nur die Reparaturkits und so, ne? Und dann für 30 Sternantrieb. Okay. Achso, ja, ich wollte ja auch einen Schnitt setzen, ne? Ich will das noch einmal ausprobieren, damit ich weiß, wie das so funktioniert. Bis später, meine Freunde. Ob das auch wirklich hoch genug ist? Ich hoffe es. Dürfte eigentlich klappen. Dann mache ich, wie gesagt, einen Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, tschüss, eure Tai.